So, jetzt hoffe ich, dass das Bienchenbestäuben besser, das Blümchenbestäuben besser klappt. Denn ich bin's wieder, euer Flastwi. Und wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Und mir beim Failen zuzusehen. Ich hoffe, dass ich heute mal nicht so ganz so viel fail wie in den letzten beiden Parts. Aber wir schauen es uns mal an. Gucken, was wir da so rauszwiebeln können. Oder was ich da so rauszwiebeln kann. Vermutlich. Oh, ich bin nicht tot. Das ist ein Wunder. Dass ich nicht ganz down bin. Puh. Ich bin schon mal froh, dass ich hier nicht ganz tot bin. Und was war das denn für ein Fehler? Komische Spielfehler hier zum Teil. Aber ist ja egal. So, durchstören sie jetzt nicht. Nicht so sehr wie das Laggen bei Zelda. Das stört mich ja selbst auch immer, wenn es bei Zelda laggt. Das muss... Er spricht mich ständig darauf an, noch. Mich nervt das auch selber. Ich kann aber nichts dafür. Es ist... Ja, das auf... Nicht das Aufnahmeprogramm, sondern der... Nein! Verdammt. Och nö, ihr könnt mich mal, ihr scheiß Lagger. Och Mann, ey. Geht das schon wieder los? Ah, ich hab's kapiert. Hm. Vielen Dank. Jetzt hab ich's kapiert. Alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich versuch's jetzt noch ein weiteres Mal. Jetzt mal aufzulegen hier. Ja, jetzt drücke ich aber die Sequenz weg, da ich ja im letzten Part herausgefunden habe, dass es geht. Ich drücke einfach mal irgendwas und dann geht's weg. Auf den Schultertasten natürlich. Kommt ihr mit? Hey guys! Jo, bla bla bla, das interessiert doch keinen. Wissen, das funktioniert und das ist auch gut so. Ich überlege gerade, ob ich gleich zwei Bienenschwärme mitnehmen kann. Das wäre äußerst praktisch. Das würde mir gefallen tun. Erstmal, komm. Hierher. Ich hoffe, es sind wirklich nur 4 sind und nicht 5, dass ich irgendwo einen übersehe. An dem ich schon ein paar Mal vorbeigelaufen bin oder was weiß ich. Ich hoffe, dass es wirklich nur die 4 sind, die wir schon gesehen haben. Wenn nicht, dann verzweifle ich. Hab ich ja schon lange nicht mehr getan in diesem Spiel. Nein, nur an den letzten paar Mal Bienen sammeln. Ein Baum ist ja eigentlich so ein... Hab ich immer ein Loch reingeschlagen oder was das soll das sein? Ich komm hoch! Ich komm hoch! Das ist ja sehr allerliebst. Das ist ja sehr schön. So, ja, ist jetzt gar nicht mehr dran gedacht, so, dass ich da hochkommen könnte. Und ich hoffe, ich kann gleich 2 Bienenschwärme auf einmal mitnehmen. Das wäre allerliebst. Ja, ich kann's. Ich kann's halt. Und jetzt ganz vorsichtig runter, bitte. Ja, ein bisschen schneller, aber... Okay, wir kommen jetzt hier vom Dach runter. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. Ach ne, hier kommen wir ganz locker runter. Hier kommt man ganz gut runter. Schell. Das haben wir doch geschafft. Das freut mich sehr. Bienchen, kommt ihr noch? Natürlich kommen die Bienchen noch. Und ab zur Blume. Verdammt nochmal.
Was? Das reicht noch nicht. Willst du mich verarschen? Gut, dann waren es doch 5 Schwärme. Ich guck aber erstmal unten, bevor ich jetzt wieder nach oben renne und sterben sollte. Denn ich habe den 5. hier unten. Vermutlich den 5. hier irgendwo in den unteren Bereichen, weil wirklich 3 Schwärme nach oben zu verstecken, das wäre ja schon allerböseste Scheiße. 5. Schwarm, wo bist du? Ich habe keine Ahnung, wo der Schwarm sein könnte. Aber ich denke, ich werde ihn nach einer Zeit finden. Ihr wisst doch, ich habe eigentlich keine Ahnung von den Spielen, die Spieler, nein, Scherz. Ich habe schon manchmal Ahnung, aber nicht immer. Hier zum Beispiel habe ich kaum... Ich habe mir zwar Videos zu dem Spiel angesehen und weiß auch ungefähr, was in den Spielen passiert, weil ich mir ein anderes Let's Play angesehen habe. Aber ich kann hier trotzdem nicht... Ah, da oben ist der letzte Bienenschwarm, alles klar. Aber ich kann ja trotzdem hier nicht alles mehr behalten. Das war schon etwas länger, als ich dieses Let's Play gesehen habe. Von meinem inspirierenden Let's Player schlechthin, dem Looks-Like-Link. Was war der gerade von mir? Ich guck gleich mal, ob der von mir wollte. Irgendwie sollte ich hier was machen. Keine Ahnung, was der wollte. Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, das Bienchen kommt mit. Das Bienchen vor allen Dingen. Die Bienen. Die Bies. Boah, fette Kifferbiene. Hör mal wieder auf zu kiffen, fette Kifferbiene. Fette Alkoholiker und Kifferbiene, ey. Kann man gar nicht, ja. Die Bienen kommen ja noch hinterher, wie ich das höre. Ja. Und die Frau hier ist schon fast komplett ausgekitzelt und jetzt zeigt sie ihre Brüste. Ja, da freut sich die fette Biene auch dann mal. Sie ist deine. Dankeschön. Wünsch mir Glück. Kinders, das nennt sich Liebe machen. Jo. Ah, danke, Claire. Ich fühle mich wie ein neuer Mann. Was? Jetzt darf ich auf ihren Brüsten springen, das ist voll lustig. Das ist mal, was ich ein Plattform-Game nenne. Wie komme ich da hoch? Achso, ich muss versuchen. Die lacht sich auch noch ein. Mann, warum komme ich denn da nicht hoch? Ja. Mann! Boops, Bumping, Bouncing, keine Ahnung. Ich nenn's mal Boops Bouncing. Jo, und damit kriegen wir auch Geld durch Boops, Boops Bums, Bouncing. Hehehe. Oh, Scheißkopf. Dankeschön. Dankeschön für die nette Beleidigung. Ah. Ich glaube eher nicht so, aber okay. So. Damit müsste in diesem Bereich hier alles erledigt sein. Wir können in den nächsten Bereich latschen. Dieser Bereich wird sehr lustig und eklig zugleich. Jo, erstmal raus aus dem Bereich wieder. Jo, Grafikfehler gerade mal eben gewesen. Das stinkt.
Jo, jetzt kommt auf einmal eine Gasmaske. Wo hat er die denn auf einmal her? Ja, jetzt kommen wir erst in diesem Bereich, weil jetzt erst weiß, dass er eine Gasmaske hat, oder was? In der Zwischenzeit. Er sollte sich besser beeilen. Wonach schaut ihr? Nichts, Sir. Gut. Ach ja. Ich denke, ich kann ihn hören. Ja, ich glaube auch. Er hat's gefunden. Eureka. Ah ja, mein Lord. Ich denke, er hat das Problem gefunden. Ja, der Tisch, ne? Nein, das ist eine Lücke, ehrlich. Ja, ja, nee, ist klar. What happens? We have the fulcrum here, the milk here. The veg problem, not good. Also. Milk falls off because of a gap. Ja. Ja, genau. Das war mir auch schon klar, dass die Milch wegen der Lücke gefallen ist. I think I see. Ah, also jetzt auch. Und die Lösung? Ja, ist ein bisschen kompliziert. Ja, er muss was finden, was die Lücke füllt, ne? Elefanten. Pflanzen. Aber nur eins könnte helfen, so. Ja, genau. Genau, ein Eichhörnchen. Ja, nee, was auch immer. Warum auch immer ein Eichhörnchen? Ein rotes Eichhörnchen. Vor allen Dingen noch. Ein bestimmtes. Sogar noch. Das heißt Konka. Ja, er hat schon mal von Eichhörnchen gehört. Ja, okay. Ja, wir brauchen ein Eichhörnchen. Und wir müssen es dort hinstellen. Dann kippt die Milch auch nicht mehr um. Gentleman. Bring mir eins von diesen roten Eichhörnchen. Okay. Wenn du meinst. Du brauchst unbedingt ein rotes Eichhörnchen. Das war mir so klar. Das ist doch einfach. Also sind. Ja, Mistkäfer. Was ist mit dem Po? Er steckt den Arsch da rein. Ja. Ich sag dazu jetzt nichts. Wer Englisch kann, ist klar im Vorteil. Ich sag jetzt nur erstmal, ich mache jetzt nicht mehr weiter, weil das lohnt sich einfach nicht mehr. Wir haben auch endlich mal was geschafft wieder. Ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Part. Abonniert meinen Channel. Gebt diesem Video einen Daumen hoch. Verbreitet das Video. Schreibt einen Comment drunter. Und wir hören eklige Furzgeräusche zum Abschluss. Das bin nicht ich, wollte ich nur mal anmerken. Ich sage jetzt Tschüssikowski, bis zum nächsten Part von Kong is Bad for Day. Tschüss.